Ein Fachgebiet, drei Standorte, vier Ärzte. Die HNO-Spezialisten bieten ihren Patienten ein breites Angebot an. Von der Basisversorgung über ambulante und stationäre operative Eingriffe bis zu hochspezialisierten Angeboten wie Phoniatrie, Pedaudiologie, Schlafmedizin und differenzierter Hördiagnostik. Wir haben uns irgendwann zusammengeschlossen, weil wir dachten, dass wir so ein paar Sachen besser gemeinsam bewältigen können. Ich denke da jetzt insbesondere in der letzten Zeit an den Datenschutz, dass wir das zusammen organisieren konnten. Wir kennen uns eigentlich schon seit gemeinsamen Zeiten in der Facharztausbildung. Ist zwar schon sehr lange her, nicht wahr? Aber und haben uns immer wieder getroffen, haben dann gedacht, okay, warum nicht gewisse Synergien ausnutzen, die sich durch so eine Kooperation ergeben? Ende der 90er Jahre sind die ersten Gedanken aufgekommen, wo wir halt überlegt haben, dass der Druck im Gesundheitssystem nimmt immer mehr zu. Und wie können wir unseren Alltag so bereiten, dass wir nicht als Konkurrenten gegeneinander arbeiten, um Patienten zu generieren, sondern dass wir synergisch zusammenarbeiten. Die Freundschaft war die Grundlage dieser Zusammenarbeit. Das Ganze hat sich langsam entwickelt. Zuerst waren alle Ärzte eigenständig in eigener Praxis niedergelassen. Wir hatten eigentlich immer, insbesondere ich mit dem Christian Heiben, wirklich guten Kontakt. Wir hatten davor schon mal uns einen Laser angeschafft, den wir so zusammen finanziert und zusammen genutzt haben. Und über diese Schiene kam irgendwann diese Idee, diese überörtliche Gemeinschaftspraxis zu gründen. Wir haben alle unsere Praxen in einer Phase gegründet, in der die Einzelpraxis die dominierende Organisationsstruktur war. Im Laufe der Jahre gab es gesundheitspolitische Veränderungen, insbesondere das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz. Und so haben auch wir dann 2008 angefangen zu überlegen, unsere Praxen zukunftsfähig zu machen und haben nach einer Lösung gesucht. Umgesetzt haben wir das Ganze dann am 1. Juli 2009 im Rahmen der HNO-BAG Pirmasens Zweibrücken, der dann zum 01.01.2010 die Kollegen aus Kaiserslautern beigetreten sind und wir das Ganze dann in die HNO-Kooperation Südwestpfalz überführt haben. Zuvor waren die Ärzte zwischen 9 und 12 Jahren Einzelkämpfer, mit viel Erfahrung und noch mehr Ideen. Es war absehbar, dass die Einzelpraxis als Versorgungsstruktur schwierig zukunftsfähig ist und dass man sich in irgendeiner Form anpassen muss. Und um die Wettbewerbsfähigkeit der Praxen zu erhalten, haben wir uns dann entschieden, die überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft als die für uns geeignete Organisationsstruktur umzusetzen. Große Vorteile sind, dass wir innerhalb der BRG verschiedene Krankheitsbilder, in denen die Kollegen oder auch ich Schwerpunkte haben, den Patienten anbieten können. Wir können den Patienten, die zu uns kommen, zuverlässige Kollegen mit anbieten, die wir gut kennen, von denen wir wissen, was sie fachlich auch können. Und so eine fundierte Diagnostik innerhalb eines kleinen Verbundes ermöglichen. Kooperationen ermöglichen es, das Leistungsspektrum zu erweitern, sich zu spezialisieren und so den qualitativen Anforderungen an eine moderne Praxisführung gerecht zu werden. Letztendlich macht das den Arbeitsalltag deutlich leichter. Man kann Probleme diskutieren, man kann Fälle diskutieren, man organisiert sich mit Synergien, sodass im Endeffekt eine Win-Win-Situation für jeden besteht. Zum anderen hat man es auch geschafft, ein internes Fortbildungsmanagement zu etablieren und man hat einen engeren kollegialen Austausch, was in dem teilweise doch stressigen Arbeitsalltag auch als sehr angenehm empfunden wird von allen. Der größte Vorteil ist, dass man nicht alleine steht in der Welt, sage ich mal. Wichtig ist einfach, dass man in der Medizin über seinen Tellerrand hinausschaut. Das finde ich, das ist ganz wichtig. Und da muss man offen für Veränderungen sein. Heute ist es so, dass auch im Facharztbereich zum Beispiel auch Konzerne niedergelassene Kollegen unter Druck setzen, um ihren Facharztsitz aufkaufen zu wollen, mit welchen Mitteln auch immer. Die Ärzte der HNO-Kooperation Südwestpfalz sehen sich gut aufgestellt. Für alle war das genau der richtige Weg. Perspektivisch sehe ich die HNO-Kooperation Südwestpfalz als eine zukunftsfähige Struktur im Rahmen eines sektorenübergreifenden Gesundheitswesens. Ja. Und glaube auch, dass es ein attraktives Arbeitsumfeld für jüngere Kollegen darstellt.